Hallo Freunde, auf Ihrem Wunsch bleibt der Stefan mit uns und jetzt zeigt er coole Lifehacks. Magst du die Nüsse, aber beim Schälen fliegt die Schale in alle Richtungen? Nutze die Knoblauchpresse von deiner Mutter. Tu eine Nuss rein, drück leicht drauf und entferne die Schalenreste. Aber vergiss nicht, mit den Mäuschen zu teilen. Alle regt es auf, wenn man keine Ende von Isarband findet. Beim nächsten Mal, wenn du es findest, klebe nicht auf der Rolle zurück, sondern biege die Ende und klebe es zusammen. Wenn du später es brauchst, musst du nicht lange suchen. Alles ist leicht und easy. Wenn du oft was messen musst, aber das Lineal nicht immer zur Hand, nimm ein Maßband und klebe es mit Heißkleber auf den Tischrand über die gesamte Länge. Jetzt ist das Lineal immer zur Hand. Lege einfach das Objekt hin und markiere. Auch praktisch ist den Abstand zwischen den Fingerspitzen ausmessen und auswendig lernen. So kannst du immer die ungefähre Größe des Objekts herausfinden. Wenn du Wein öffnen willst, aber hast keinen Korkenzieher, jetzt zeigen wir ein ungewöhnliches Trick. Nimm zwei große Spritzen und stecke sie in den Korken, so dass die Spritzen rausschauen. Halte die Spritzen fest und drücke so stark wie es geht, um die Luft hereinzupumpen. Wenn das Luft reingepumpt ist, zieh langsam die Spritze nach oben. Das Luftdruck wird den Korken ausdrücken und die Gäste werden mit offenem Mund zuschauen. Wenn du Wasser brauchst, aber du machst es nicht, wenn dieses Ding dreht, stelle ein den Wasserstrahl so klein wie möglich. So klein wie es geht. Es gibt Gerüchte, dass in den Zellen ein Bettlermodus gibt und beim kleinen Strahl laufen sie nicht. Mach so, wenn mit Geld momentan schaut sehr schlecht aus. Hast du Mäuse zu Hause und weißt nicht, wie sie fangen soll? Du brauchst einen Eimer, eine kleine Flasche und ein Stück Draht. Mit einem Bohrer mach ein Loch im Boden und im Deckel. Dann stecke den Draht durch die Flasche und befestige auf dem Eimer, wie im Video. Jetzt nimm ein paar Snacks und mit Klebeband klebe auf der Flasche auf eine chaotische Weise. Es bleibt irgendein Brett hinstellen, so dass die Maus zu Leckereien kommen kann und in die Falle fallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasse die gefangenen Mäuse in den Wald raus.